Wo Mozart Verlobte sich die Waden messen ließ, wo die Erzbischöfe für die Agenten der Sittenpolizei zuständig waren und welchen Zweck Badehäuser noch erfüllten. All dies sind Fragen über ein in der Gesellschaft tabuisiertes Thema: Prostitution, das Geschäft mit der Lust. Ines Reichel-Dehoog beschäftigt sich seit langem mit der Geschichte von Frauen, die außerhalb der Norm lebten und damit für Aufsehen sorgten. Die Irma Troll fand ich sehr spannend. Also ihre Lebensgeschichte als Frauenkämpferin, aber gleichzeitig war sie war ja auch bisexuell. Also so wie sie schon um 1900 ihr Leben gestaltete, also mit irrsinnig viel Mut und das habe ich, fand ich toll. Also das habe ich vorher nicht so genau gewusst und habe dann mich mehr mit ihr beschäftigt. Sehr spannende Geschichte. Hier sieht man die Irma. Also sie hat sich als Mann gekleidet, kurze Haare, oft Zigarren rauchend und ist in Salzburg natürlich extrem aufgefallen. Und sie ist dann mit Georg Trakl unterwegs gewesen. Georg hatte übrigens oft Krapfen gekauft für die Damen der Nacht. Noch weiter zurück, etwa 400 Jahre, reicht die Geschichte von Salome, der Gattin von Wolf Dietrich von Reitenau. Die wohlhabende Kaufmannstochter gebar dem Fürst Erzbischof in den 23 Jahren ihrer Liebschaft 15 Kinder. Obwohl eine Ehe aufgrund des Zölibats nie in Frage kam, lebte sie kein Leben in Isolation, sondern erlang hohe gesellschaftliche Anerkennung. Heute kehrt das Geschäft mit der Lust wieder stark in die Isolation zurück. Nur einige wenige der insgesamt 19 Bordelle in der Stadt Salzburg sind bekannt. Es gibt eher mehr Prostituierten. Es ist aber so, dass die natürlich hauptsächlich aus dem Ausland kommen, also was wir empfinden als Nicht-Österreicherinnen. Auch eine gewisse Zahl an Transsexuellen, also es ist im Moment, das ist ein Hype, also das ist in. Hat auch aber oft mit Menschenschmuggel zu tun und das finde ich schon auch ein Riesenproblem, wenn ich daran denke. Sicher nicht weniger, vor allem sieht man natürlich das bei großen Kongressen, die GAST zum Beispiel in Salzburg ist so ein Moment, wo man sieht, da sind viel mehr Sexworker in der Stadt als sonst. Die Arbeits- und Sicherheitsrisiken sind aber nach wie vor prekär für Sexworkerinnen in Salzburg. Nach österreichischem Recht ist es nicht möglich, jemanden als Prostituierte anzustellen. Die Rechtssituation zwischen Bordellbetreiber und Prostituierten ein Graubereich. Es ist die Rate auch schon so, dass jetzt Frauen, also jede vierte, also dritte bis vierte Frau im Laufe ihres Lebens von sexueller Gewalt betroffen ist. Und das betrifft Prostituierte dann viel massiver. Und dadurch, dass Prostitution nach wie vor sittenwidrig ist, ist es dann auch so, dass das oft gar nicht zur Anzeige, zur Anklage kommt oder dann mildernde Umstände für den Täter sind. Die Dienste sind sehr gefragt und es ist offensichtlich Teil unserer Gesellschaft. Und einerseits das zu stigmatisieren und zu illegalisieren, andererseits aber das damit, also der Staat verdient ja auch mit diesen Bordellen, das dann doch wieder in der Art und Weise gut zu heißen, da muss man sich dann schon hinterfragen, wie will ich das und zu welchen Konsequenzen will ich das und wie stark lasse ich die Frauen werden, die dort arbeiten. Es gibt ja Projekte, die laufen. In Skandinavien, weiß ich zum Beispiel, gibt es ja Plätze, wo die Straßenarbeiterinnen ihre Kunden empfangen, jetzt in Arbeitscontainer, also in so eine Art Plätze, wo sie arbeiten können, auf sichere Art, hygienische Art, mit alles Mögliche, was wichtig ist für eine halbwegs sichere Arbeit für Kunden und für Arbeiterinnen. Und da denke ich, sollte man vielleicht auch offener sein und ein bisschen Wegen suchen vielleicht, weil es ist da. Man ist nicht damit geholfen, wenn es im Verstecken stattfindet.